We have contact. Avenge me, my brothers. The Emperor has gifted us with a mission to redeem ourselves. The Blood Angels need no longer carry the burden of defeat. We have detected the sin of damnation near our home planet. Low-frequency scans of the Space Hulk reveal the presence of Gene Stealers. Brothers, vengeance shall be ours. Squad Lorenzo, ready for deployment. Ja, sehr schönes Intro. Und die Musik passt auch super. Also ja, willkommen zu meinem Let's-Test von Space Hulk, dem Remake eines Tabletop-PC-Spiels. Also eigentlich ist Space Hulk ein Tabletop-Spiel, so ähnlich wie Hero Quest oder Space Quest hieß es, glaube ich, damals. Was ja auch im Warhammer 40.000 Universum so lose gespielt hatte. Aber jetzt halt ein Remake davon und mit den Blood Angels statt den Dark Angels. Und das Ganze in Vollrunden basierend und nicht diesem Semi-Runden basierend, wie es damals war. Aber ja, das Spiel spielt an sich im Warhammer 40.000 Universum. Falls ihr das nicht kennen solltet, werden jetzt sehr viele Sachen kommen, die ihr nicht unbedingt kennt. Also ein Space Hulk zum Beispiel ist eine Zusammenwerfung von vielen Raumschiffen, die im Warp verloren gegangen sind. Der Warp ist so eine Art andere Dimension, durch die man reist, wenn man schneller als Licht reisen möchte. Aber da gibt es dann halt auch Dämonen, die dann die Warp-Schiffe befallen können und Schiffe, die im Warp verloren gehen und so weiter. Und dieser Hulk ist halt eine Mischung aus diesen Schiffen, die verloren gegangen sind. Und auf diesem Hulk, wie auf recht vielen Hulks, findet man Gene Stealer. Das ist eine Abart von Tyranniden, also eine Scout-Klasse von denen. Und ja, es kommt gleich der nächste Begriff. Tyranniden ist eine Alien-Rasse. Und gerade die Gene Stealer sind doch sehr ähnlich wie Aliens, die man so aus dem Fernsehen kennt. Mit Ripley und Co. Aber ja, gucken wir erstmal in das Spiel selber rein. Singleplayer-Kampagne. Select Mission. Boarding Prequel Sin of Damnation. Also Sin of Damnation ist die Originalkampagne, die natürlich noch aufgemotzt wurde. Und das ist jetzt wohl noch so ein Extra für neue Spieler. Ja, das klingt sehr gut. Selbstmordmission. Ja, zerstöre den Release-Mechanismus für die Lebenserhaltungssysteme, also für die Lifeboats, in einem Control Chamber. Hohe Verluste werden erwartet. Schwierigkeitsgrad normal. Wie das Tabletop-Spiel. Was gibt's noch? Easy und Hard. Okay. Nö, nehmen wir normal. B-Chat. Our boarding torpedoes have breached the sin of damnation. And the sound of our bolters rings true through its corridors. Sehr geil. It is imperative that we secure the beachhead before the Gene Stealers can mount a coordinated counterattack. All flanks must be secured to give us time to reinforce our position. Sergeant of the squad, accept your orders. One squad will be sufficient. You will deploy your torpedoes here. We have predicted the enemy routes of attack. Defend the breach until a beachhead has been established. Sehr geil. Also ich bin jetzt schon hin und weg. Das Spiel kann absolute Grütze sein. Hier nach, das reicht schon. Also erstmal, die Stimme ist richtig geil. Aber okay, eine Terminator-Stimme zu machen ist auch nicht so schwierig mit den richtigen Editern. Aber was sie gemacht haben, sie haben genau aus dem Originalspiel diese Sätze genommen. Also das Originalspiel ist ziemlich alt. Ziemlich alt. Aber damals gab es schon Sprachausgabe. Und sie haben die Sätze so zerstückelt. Das heißt, sie haben gesagt, one squad will be sufficient. Und das sufficient am Ende war dann extra Wave-File. Und wenn man dann eine Mission hatte mit zwei Squads, dann stand da, two squads will be sufficient. Und so haben sie quasi Sprachausgabe simuliert. Also so längere Sätze und so. Und genau das haben sie auch gemacht. Sie sagen, wo man positioniert wird, wo die Gegner herkommen und so weiter.
Sehr schön und sehr treu am Original. Also, unsere Aufgabe ist es, unseren Squad zu deployen, also zu setzen auf der Karte, und 8 Genestealer umbringen. Und ein Terminator muss überleben. Allgemein, für die, die Warhammer 40.000 nicht so gut kennen, Terminatoren sind jetzt nicht diese Arnold Schwarzenegger-Terminatoren, die man kennt. Terminatoren sind Space Marines, die eine dickere Rüstung anhaben. Und natürlich auch die Ehre, die damit verbunden ist, und das Training und so weiter. Und Space Marines sind so eine Art Übermenschen. Halt die perfekten Soldaten aus dem 41. Jahrtausend. Ich muss sehr viel Warhammer 40.000 Wissen zusammenfassen, merke ich jetzt schon. Aber ich hoffe, ihr kommt damit klar. Aber ich denke mal, die meisten werden eh lose das Universum so ein bisschen kennen. Es gibt ja inzwischen doch ziemlich viele Spiele drüber. Und auch über 100 Bücher und zigtausend Miniaturen. Und ja, wir wollen töten. Beachhead Loading. Also ich denke mal, wir werden jetzt noch nicht sehr viele Auswahlmöglichkeiten haben, was unseren Squad angeht. Ich hoffe, man kann ihn später auch selber ausrüsten. Das wäre richtig geil. Also wie bei Chaos Gate zum Beispiel. So, Terminator Turns. Deployment. Die Mitglieder deines Teams können deployed werden in jeder Reihenfolge, die du wählen willst. Nimm einen Terminator aus deinem Roster und drück die linke Maustaste auf das gewählte Feld. Okay, wir haben Squad Lorenzo und da haben wir nur 2 Terminatoren. Okay. Und die haben beide Stormbolter in der Hand. Stormbolter sind so eine Art Maschinengewehre aus der Zukunft. Und davon 2 nebeneinander gespeist. So, du gehst dahin, du gehst dahin. Deploy. Box received, Commander. Wähle deinen Terminator aus mit der linken Maustaste. Und ein Terminator kann zu jedem Feld gehen, das hervorgehoben wird. Die Zahl innerhalb des Feldes zeigt an, wie viele Action Points man braucht. Okay, er hat wohl 4. Gucken wir gleich mal. Ja, Action Points werden benutzt für Bewegung, Öffnen und Schließen von Türen, Schießen und den Gegner im Nahkampf angreifen. Bewegung kostet 1 Punkt. Rückwärts bewegen kostet 2 Punkte. Oh, sehr geil. In einem Gang rückwärts gehen und Aliens vor sich in Stücke schießen. Und jeder Terminator hat 4 AP pro Runde. Bewege dich erstmal und drücke dann End Turn, wenn du fertig bist. Okay. Wir gehen mal hier hin. Securing position. Und die Kamera hier oben ist ja cool. Leider starrst du jetzt nur eine Wand an. Das finde ich nicht so toll. Wie drehe ich dich? Okay, linke Maustaste gedrückt halten und dann ziehen. Das kostet auch einen Bewegungspunkt. Das ist nicht schön. Munition unendlich. Overwatch. Overwatch kennt man aus anderen Spielen auch, so wie Jack the Lions zum Beispiel. Das heißt, man kann darauf warten, dass der Gegner hier in das Sichtfeld kommt und dann schießen. Aber das sieht schon mal richtig geil aus. Also bei der Grafik haben sie nichts vermurkst, das ist schon mal schön. Ja, wir wollen jetzt ihn dahin bewegen und jetzt schon in die richtige Richtung drehen. Obwohl dann von da einer kommen könnte, ne? Nee. Ja, das ist nicht so gut. So, tschung, 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 tschung. Und wie ihr sehen könnt, die Rüstungen sind doch recht klobig. Aber ja, also er hat keine Punkte mehr. Du hast noch 1 Punkt, aber das bringt uns nicht wirklich viel. Ich frage mich gerade, wo wir uns am besten hinstellen sollten. Weil darum geht es ja primär in dem Spiel. Man muss sich taktisch so günstig hinstellen, dass man möglichst alles abdeckt und auch seine Missionsziele erfüllt. Also da, da, da und da werden wahrscheinlich gleich Genestealer rauskommen. Die beiden werden wir wegschießen können, aber die, die von hier kommen, können dann ungehindert in unseren Rücken fallen. Ich glaube, ich gehe nochmal einen Schritt vor. So. End Turn. Tracking Xenos Movement. Turning. Achso, jetzt erklärt ihr mir gerade, wie man Terminatoren dreht, aber das haben wir schon gemacht. Du kannst Befehle widerrufen, indem du auf das rote X drückst mit der linken Maustaste. Okay. Nö, du bleibst jetzt da stehen. Stormbolter, Powerfist, Overwatch an. Ja, they will fall. Ja, das werden sie. Du gehst dahin, guckst auch nach da. Und machst auch Overwatch. Dann hoffen wir aber, dass keiner von hinten kommt.
Sie kommt von hinten. Oh, das sind mehrere. Das ist nicht so schön. Ein Terminator muss auf sein Ziel gucken, um es anzuvisieren. Um einen Angriff auszuführen, drücke den linken Maustasten auf den Stormbolter-Knopf und dann mit der linken Maustaste auf das Ziel. Ein Stormbolter oder ein Assault Cannon zu schießen kostet einen Punkt, ein Flammenwerfer 2. Du kannst entweder treffen oder verfehlen. Solltest du treffen, tötest du das Ziel. Wenn ein Genestealer oder Terminator einen Angriff macht, wird eine gewisse Anzahl an sechsseitigen Würfeln, also D6, gewürfelt. Die Anzahl der Würfel kommt darauf an, wie der Terminator ausgerüstet ist. Also wenn er eine ganz schwere Waffe hat, kriegt er halt mehr Würfel zum Würfeln. Oh, man kann sich sogar die Würfel anzeigen lassen. Das ist ja schick. Und im Nahkampf ist es halt wichtig, wer verletzt wird mit den Würfeln. Das will ich mal kurz machen. Escape. Anti-Aliasing kann mal ein bisschen höher. Fullscreen ist also okay. Objective List. Shoulder-Kamera, die will ich auf jeden Fall anbehalten. Die ist richtig geil. Also im Originalspiel hat man 5 Kameras, glaube ich, gehabt, die so verteilt waren über dem Bildschirm. Und man konnte immer so zwischen den Kameras hin und her wechseln. Da gab es keine so passende taktische Übersicht wie hier. Jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte. Aber ich sehe gar nicht die Würfelanzeige. Das ist jetzt schade. Aber so. Du geh mal dahin. Ah, nee, das kostet viel zu viel. X. Du dreh dich mal nach da. Was der Träge. So, Overwatch. Du dreh dich. So, nicht stecken bleiben. Und entern. Jetzt müssten die eigentlich genau da reinlaufen und von beiden Seiten zerstückelt werden. Oh. Ach, da sind die Würfelanzeigen. Und beide haben verfehlt. Willst du mich veräppeln? Okay, dann Power Fist. Der hat uns getroffen. Unser Brother Dino hat eine 2 gewürfelt und der Genestealer eine 2, 3 und 2. Und der Genestealer überlebt. Ja, nee, so nicht. Ich will nicht jetzt im Nahkampf verlieren. Schieß auf den da. Das zur Hölle. The Angel demands justice. Genau. Never falter in the face of the enemy. Aber ja, Nahkampf ist echt nicht unsere Stärke. So, du guckst jetzt mal auch da rein. Gucken, wo die nächsten herkommen. Von da. Oh, 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 oh. Oh ja, hier ist eine gute Position. Das heißt, du drehst dich jetzt hier. Was steht da? Overwatch and Guard. Achso, das wurde schon erklärt. Also, hab ich uns schon erklärt. Warum schießt du? Ich hab dir nicht gesagt zu schießen. Also ist okay, dass du es gemacht hast, aber... Wir verfehlen richtig häufig. Das ist nicht gut. Und ich wette, ich kann jetzt mit ihm auch nicht auf den da hinten schießen. Ja, Overwatch. Entern. Jetzt werden wir ein Stück geschnitten. Jo. Kaputt. Das waren jetzt 2. Overwatch, Guard. Achso, Guard ist ähnlich wie Overwatch, nur halt für einen Nahkampf. Set Move and Fire Target. Nö. Du, Overwatch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt die Tutorial-Mission vergeigen werden. Nämlich genau in einer Runde. Warum hast du nicht auf den geschossen? Ach, den konntest du nicht sehen. Der Genestealer ist der primäre Gegner. Blitzschnell und kann selbst durch die dickste Rüstung schlagen. Mhm. Die genaue Anzahl an Genestealern ist nicht bekannt. Und man sieht sie nur durch diese Blips, wie im Tabletop-Spiel.
Ein Blip bedeutet einer oder drei, also 1 bis 3 Genestealern. Nur der Genestealer-Spieler wird wissen, wie viele auf einem Blip sind. Also ja, man kann es auch im Multiplayer spielen. Das stelle ich mir sehr cool vor. Dann spielt da einer der Terminatoren und einer spielt die Genestealer. Ein Genestealer-Blip hat 6 Aktionspunkte und braucht nur einen Aktionspunkt für alle Aktionen. Okay. Das heißt, er könnte uns jetzt einen Schritt vormachen und 5-mal angreifen. Ja. Gut, drehen. Hoffentlich nur einer. Okay, jedes Mal, wenn man einen aufdeckt, einen Blip, darf man wohl schießen. Oh, mir fallen jetzt erst die Kommandopunkte ein. Dadurch hätten wir vorhin überleben können. Also Kommandopunkte werden generiert durch verschiedenste Aktionen und die kann man benutzen, um Terminatoren extra Aktionspunkte zu geben. Das versuche ich jetzt unter zu demonstrieren. Ja, du bist tot. Dann drehe ich dich nach da. Jetzt müssten die Punkte hier aufgebraucht werden. Wenn ich jetzt noch was mache. Genau, jetzt haben wir noch 3 von denen. End turn. Da, Quatsch, sehr schön. Das war jetzt Nummer 4. Und wieder 3 CP. Nee, gar nicht. Wir haben 1 CP bekommen und haben jetzt 3. Brother Goriel ist tot. Brother Dino muss alles alleine machen. Wie kann ich die taktische Ansicht bewegen? Achso, nur scrollen. Genau, darunter. Yes, Commander. Du, torkel, torkel, torkel. Und nebenbei nochmal auf den Leiche rauftreten. Das war aber nicht unser Bruder, oder? Oh. Ich glaube, das war doch unser Bruder. Also unser Bruder im Geiste natürlich. Space Marine und so. Weil die Leiche von dem ist weg. Na gut, End Turn. So. The enemy will fall before me. Revealing and placing blips. Achso, man kann Blips auch aufdecken, wenn man es will. Also wenn man selber der Genestealer-Spieler ist. Sobald ein Blip von einem Terminator gesehen wird, wird der Genestealer hingestellt. Ja, das sind jetzt nur Feinheiten, die für ein Multiplayer-Spiel wichtig wären. Also ja, du hast Overwatch an. End turn. Komm schon, gib mir Ziele. Oh, das sind ein paar viele Ziele. Und warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir bleiben genau vor mir stehen. Sehr schön. Overwatch. Und jetzt geht's ab. Einer. Kaputt. Noch einer. Noch. Oh ja, gib mir. Okay, Mist. Mission heißt auch Selbstmordmission. Wie viel haben wir inzwischen? Noch 3. Du kriegst 1 bis 6 Command Points zu Beginn jedes Zuges. Bisher waren es immer nur einer, oder? CP kann man genauso benutzen wie AP und können von jedem Terminator verwendet werden. Also für extra Bewegungen und so weiter. Und die orangene Anzahl gibt an, wie viele Command Punkte man hat. Ja, okay. Overwatch. End turn. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. My Bulger has failed me. Nein, Ladehemmung. Das war knapp. Weapon malfunction. Und schon wieder eine Ladehemmung. The beachhead is secure. You have done your duty to the Imperium. Und gleich ein Erfolg dafür. Noch ein Erfolg dafür. Aber ja, sehr schön. Ich hätte es wahrscheinlich auch mit beiden geschafft. Sogar sehr wahrscheinlich mit beiden geschafft, wenn mir die Command Points früher eingefangen wären. Oder sie vorher erklärt worden wären. Aber soweit bin ich schon mal sehr zufrieden mit dem Spiel. Also es ist genau das, was das Originalspiel auch gemacht hat. Zwar in einer etwas anderen Aufmachung. Also ich meine jetzt nicht von der Grafik her, die ist natürlich wesentlich besser. Sondern von dieser Top-Down-Ansicht und nicht die 5 kleinen Kameras und so weiter. Aber ja,
Sehr schön, werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Und wir sehen uns dann gleich wieder.